Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zum Dark Souls 3 Live Let's Play. Machen wir einfach mal weiter. Heute auf jeden Fall streamen wir nicht so lang, vielleicht ein Stündchen oder so. Aber ich habe jetzt einfach Bock weiterzumachen. Und ich habe die Qualität mal über die Streame besser eingestellt, ein Ticken. Ob das Ganze was bringt, weiß ich nicht. Muss man jetzt einfach mal probieren. Aber wenn es jetzt komplett scheiße dann ist in der Aufnahme oder so, dann ist es wenigstens nicht ein 2-Stunden-Part, der dann scheiße ist. Und ich habe mich gerade hier komplett verkabelt. Ich muss mal... So. Besser. Besser. Wo haben wir denn aufgehört? Ach ja, ich erinnere mich. Leider Gottes. Hier hat uns ja eine gefehlt. Wir könnten entweder die Witch machen, wo wir absolut gefailt sind. Könnte man nochmal probieren, aber ich glaube tatsächlich... Ich mache richtig an auf Crazy und wir gehen erst in den Sumpf. Achso, ich kann hier gucken. Die Scherbe hatte ich ja abgegeben, ne? Das waren, glaube ich, hier drinnen oder hier. Ich denke, die habe ich abgegeben. Weil im Sumpf kriegen wir auf jeden Fall nochmal einen Bone Dust. Knochen, untoten Knochengedönse hier. Und das ist eventuell nicht schlecht, auch für den Boss. Deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt erst so rum. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also noch sind wir immer noch nicht ein einziges Mal verreckt. Aber das wird sich spätestens hier in der Map ändern. Wegen diesen komischen Drachenviechern. Sage ich einfach jetzt schon. Okay, ich bin mal gespannt bei denen hier, wie viel Damage wir überhaupt machen. Ich sage immer, so für Dark Souls Verhältnisse ist der Sumpf eigentlich noch, glaube ich, am angenehmsten. Von allen Souls-Teilen, wo es einen Sumpf gab. Also, ich glaube, einfach in jedem. Aber wir machen das hier trotzdem mal ein bisschen auf vorsichtig. Okay, es kommen eh beide. Sehr nice. Wir brauchen 5 oder 6 Schläge für die, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. 1, 2, 3, 4. Boah. Das ist bitter. Das ist bitter, weil 4 Schläge ist aktuell die komplette Stamina-Leiste. Ich weiß nicht. Wie ist es beidhändig? 1, 2, 3, 4. Okay. Macht keinen wirklichen Unterschied. Ja, hier kriegen wir richtig hier schön Giftwaffe die ganze Zeit. Nice. Nice. Fangen wir mal mit dem Feuer an. Okay. Den Kampf werde ich wahrscheinlich auch mit dem NPC machen. Ich werde ihn wahrscheinlich einmal solo oder so probieren. Aber ich glaube, das wird einfach kein gutes Ende nehmen. Und so beginnt die Tragödie. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, hier direkt weiterzuspielen, weil 4 Schläge, bei 3 Schlägen wäre es halt jetzt echt angenehm gewesen. Die hier sind so richtig ätzend. Ich
weiß gar nicht, ob man die backstaben kann überhaupt. Oh ja. Okay, so ist natürlich... So sind die natürlich angenehm. Und jetzt habe ich natürlich wieder vergessen... Nope, lohnt nicht. Okay. Folgt mir einer? Nee, gut. Klar, hier findet man auch noch überall kleine, wie krass. Aber wir werden auch noch gleich invaded, das ist so. Also da wird es wahrscheinlich so sein, dass wir drauf gehen. Weil der Kampf ist so ätzend. 1, 2, 3, 4. Gegen einen allein ist es derzeit in Ordnung. Auf jeden Fall. Achso, das könnten wir eigentlich rein theoretisch. Können wir uns mal hier reinmachen. Okay, 2 von 3. Man könnte ja meinen, es sieht gut aus. Okay, hätte ja sein können. Ja, das letzte ist natürlich, wer hätte es gedacht. Das Schlimmste. Wenn wir Glück haben. Ich hasse es. Fällt einer vielleicht runter? Hä, wieso? Hat der geblockt? Ich hab's gerade gar nicht gesehen. Was da das Problem war, wieso er nicht down gegangen ist. Okay, das hat er geblockt. Nice! Geil! Gehen da unten dann gerade ab. Okay. Boah, was ist das da ganz hin? Warum sieht das so extremst riesig aus, das Item? Sind das nicht diese Pilz-Dudes? Okay, ich habe keine Ahnung. Was da ist, hier bei denen hier meine ich, war ein Bogen? Okay, wir holen uns erstmal den nächsten Checkpoint. Dann sind wir erstmal safe. Das würde mich eigentlich mal gerade interessieren, was hier hinten ist, ey. Naja, holen wir es vielleicht irgendwann mal. Da muss man natürlich auch einen richtig, im wahrsten Sinne des Wortes, ekelhaften Weg gehen, ey. Man weiß es nicht so genau. Wir holen jetzt erstmal den nächsten Knochenstaub oder wie auch immer es heißt. Dann können wir uns noch eine Asche holen und eventuell einen kleinen Zwischen-Mini-Boss machen. Ja, klappen können. Okay, das ist schon mal nice. So, da hinten kommt nämlich der scheiß Invader und der ist halt so ätzend, weil wer hätte es gedacht, er bleibt schön auf Fernkampf, aber halt in diesem Sumpf. Das ist einfach nur... Ist einfach nur ätzend.
Okay, das soll uns nicht weiter stören. Da oben ist eine Estus-Suppe, ich überlege gerade. Aber wenn wir jetzt vergiftet werden, ist natürlich auch Quatsch. Okay. Ein Talisman, das brauchen wir doch. Oh nein, das war jetzt... Scheiße. Das war so nicht geplant. Da habe ich mich verguckt. Ja gut, was soll's. Okay, wir holen uns jetzt oben. Ja gut, den Eid brauchen wir eigentlich nicht. Können wir nicht vorbeigehen. Aber die Schattenasche... Und hier oben ist... Warte mal, hier oben ist, glaube ich, eine Crystal Lizard. Wenn wir Glück haben, droppt die eine große. Oder droppen die hier generell gar nicht mehr die normalen Shards? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Funkeltieren. Ich glaube, die droppen die normalen gar nicht mehr. Ich glaube, das war nur in den anderen Teilen. So, versteckte Wand. Asche eines Traumjägers. Läuft. Ach stimmt, hier war ja auch nochmal ein Bonfire. Haben wir ja nochmal einen Checkpoint. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hoch. Weil da oben, warte mal, stimmt. Hier oben sind auf jeden Fall große. Hier oben sind große auf jeden Fall. So war das. Jetzt erinnere ich mich. Ich würde sagen, wir gehen erst nach hier hinten. Und dann kümmern wir uns um den Boy. Eventuell. Vielleicht kümmert er sich auch um uns, das weiß man noch nicht so genau. Hatte ja auch gedacht, ich schaffe die Hexen easy, ne? War ja auch der Oberfail. Egal, jetzt gucken wir erstmal hier. Hier sind jetzt keine starken Gegner. Ich hoffe, ich verkacke jetzt einfach keine Crystal Lizard. Deswegen kommen wir hier schon mal direkt von hier oben. Und... Ah, okay. Große. Perfekt, wir können einmal die Waffe noch verbessern. Ach, hier kriegt man das. Oh, cool. Ist eigentlich mein absolut favorite Schild. Ich dachte, das hätte man an einer ganz anderen Stelle bekommen. Aber auch gut. Dann haben wir es schon. So, noch eine große. Das kann uns eigentlich egal sein, weil jetzt brauchen wir eh vier. Außer wir finden halt noch richtig viele hier. Das glaube ich eher nicht. Bei Drachenschild, wer hätte es gedacht? Das ist halt... Alter, guckt euch mal die Werte an im Vergleich. Alles blau. Ach, guck mal hier, 67 Magie. Alter, und wir hatten das hier bei der blöden Hexe. Na gut, mal 70, okay. Wäre dann doch besser gewesen. Jetzt ist nur die Frage. Ach nee, wir haben ja auch ordentlich geskillt. Ach, und wir haben ja auch eine andere Rüstung, stimmt. Jetzt sind wir ja eh nicht mehr so überlastet. Ja, alles geil, Leute. Das lübt ja hier richtig. Und da ist noch eine Crystal Lizard. Und eventuell... Damn. Jungs, ich muss immer vorbei. Okay. Okay, eine ist hier noch. Das ist jetzt die Frage. Warum kann man überhaupt hier hoch? Ist das nur für die Lizard? Ach nö. Oh, ich habe mir gerade gar nicht mehr gesehen. Voll im toten Winkel, ey. Einer ist noch hinter mir gerade. Hat das auch mal gebacken bekommen, hierher zu kommen. Aber es hat ihm auch nicht viel gebracht. Es hat ihm nicht viel gebracht. Kann man hier noch irgendwo hinjumpen? Nö. Toll. Jetzt muss ich aber hier runter.
Na okay. Ach so, doch, man könnte noch zurück. Ja, ich spare mir jetzt den Homeward Bone. Ach, hier haben wir ja noch zwei Kandidaten. Alter, die Range ist so geil von der Waffe. Ich liebe das. Hier noch irgendwie was. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, ob das jetzt so viel Sinn macht, wirklich erst zurückzugehen, zu verbessern. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann wieder hier hin oder ob wir den einfach jetzt direkt machen. Ich glaube, so ein Mega-Unterschied macht das eh nicht. Aber ich würde gerne mal ausprobieren. Okay, ich hätte einen Ticken noch näher rangehen sollen. Jetzt sprinten wir da 3 Stunden hin, das läuft wahrscheinlich ab. Gucken wir mal. Okay. Wäre natürlich lustig, wenn wir den vergiftet bekommen. Sieht aber nicht gut aus. Oh, diesmal macht er noch eine, okay. Lol. Nicht einmal getroffen, ey. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Seele eines verirrten Dämons. Läuft. Das Umgedings gab der nicht mal 20.000? Man weiß es nicht. Oder ist hier noch irgendeine krasse Seele? Großaxt. Nochmal eine Glut. Sagen wir nicht nein. Ja, der Kampf lief sauber. Aber wir haben ihn nicht einmal vergiftet. Also entweder ist der ultra resistent dagegen gewesen. Oder es ist halt einfach scheiße. Keine Ahnung. Ich meine, Gift bringt auch eh nicht so viel, aber hey. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Ja, nice. Das war doch jetzt hier ein ganz leckerer Ausflug. Jetzt haben wir genug gesehen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal zurück. Obwohl, wir haben die eine Crystal Lizard ja verkackt. Wenn die natürlich eine große droppt, wäre natürlich nice. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Shit. Egal, gehen erstmal zurück. Tja, die habe ich leider verkackt. Das war echt doof. Kurz das ausprobieren, oder? Komisch, geht immer noch nicht mit der Umfrage. Das check ich nicht. Ob das irgendein Bug zurzeit ist oder ob das einfach bei mir nur nicht funktioniert. Also hier können wir erstmal die Asche abgeben. Ashen One, what woeful umbral ash is this? This barren dust, stuff of a fool, won't yield aught. Where didst thou happen upon the stuff? Tell me, for the sport. Oh, yes, I see. Clinging to lofty dreams in this dying world, more's the pity. It must come from one most foolish indeed. Wouldst thou not agree?
Okay, jetzt können wir kleine kaufen. Bringt uns halt einfach gar nichts. Ah, jetzt gibt's den Lebensring hier. Erhöht maximal TP. Ich glaube, einen haben wir ja sogar noch frei. Was hat denn der gekostet? 1500. Ah, ich weiß nicht. Ah, der Dude ist noch weg. Ah, wo ist sie denn hier? Na, da haben wir sie jetzt schon auf plus 4, aber... Statt 190, 208 Damage. Das schmeckt auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir noch drei weitere. Okay, dann leveln wir jetzt einfach noch ein bisschen. Only Geschicklichkeit, ihr wisst, wie es läuft. Wir könnten eigentlich mal gerade... Warte, das geht, glaube ich, dann hier schneller. Aber warum so viele von denen? Ashen One. Okay, gerade mal 9000. Farewell, Ashen One. Da hätte ich jetzt irgendwie echt mit mehr gerechnet, tatsächlich. Krass. Okay. Den können wir noch verbrennen. Das ist aber schon plus 2. Mega nice. Ja, jetzt ist die Frage. Jetzt zurück zu Hexe nochmal probieren und da ein bisschen weitergehen. Oder wir machen den Sumpf weiter. Das ist die Frage. Ich glaube, ich mache den Sumpf weiter. Ah, der kotzt so an. Da kommt jetzt kommt wirklich eine Scheißstelle. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir da jetzt unseren ersten Tod erleben, auf jeden Fall. Also jetzt nicht nur tatsächlich wegen dem scheiß Invader, der jetzt gleich kommt. Sondern wegen dem Vieh da hinten. Es gibt ja auch so diesen Dolch-Trick, dass du die ganze diese Special-Fähigkeit mit dem Dolch machst, dann kannst du fast durchrennen, gefühlt. Ich lasse mich jetzt vergiften. Oh, Ausdauer. Ist halt eh egal. Könnte man das am besten machen, weil der verfolgt einen ja wahrscheinlich eh und die zu bekämpfen ist auch sowas von ätzend. Oh, wir haben gar kein Feuerdings mehr. Shit. Das hält nur viel zu kurz. Weil die machen immer so eine scheiß Magieattacke und gleichzeitig beim Schlag machen sie die aber auch nochmal. Genau, die Rotze hier meine ich. Okay, wir haben gerade ein gutes Fenster. Okay, da wurde ich zu gierig, aber lief. Lol. Da hatten wir diesmal echt Glück, weil der hat letztes Mal so ein komisches Muster gehabt einfach. Wieso wurden wir nicht invaded jetzt? Ach, klein, ey. Geh doch mal nach Hause damit, Alter. Weil hier ist jetzt ätzend. Weil hier hinten versteckt sich der zweite. Ich mach's weg. Ich heil mich einmal. Okay, wir sind lebendig. Keine Ahnung, woran das jetzt lag, dass wir nicht invaded worden sind.
Vielleicht war ich einen Ticken zu weit, weil ich hier lang gelaufen bin. Jetzt ist die Frage, ob wir an dem komplett vorbeirennen irgendwie. Oder ob wir den bekämpfen. Beides könnte ein törichter Fehler sein. Ich entscheide mich für... Let's go. Krass, wenn man so weit anscheinend an der Seite geht, triggert man den wohl echt nicht. Null. Oder das haben sie geändert. Kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Was ist denn da los? Hä? Wieso war das im letzten Run die fucking übelst schwerste Stelle? Ich raff's nicht. Aber gut. Soll mir recht sein. Das verstehe ich gerade wirklich nicht, Leute. Das verstehe ich gerade absolut nicht. Oder wird man da erst invaded, wenn man... Im letzten Run habe ich ja erst die Hexe gemacht und die Diakone des Abgrunds und bin dann hierhin. Vielleicht hat es damit was zu tun oder ich habe ihn einfach echt an der falschen Stelle... Bin anders gelaufen, habe ihn nicht getriggert. Man weiß es nicht. Wir werden es auch wahrscheinlich nie erfahren. Chance erhöhen. Ach ja, stimmt. Wir müssen jetzt hier eigentlich gar nicht mehr weiter. Okay, er ist nicht damit zum Stunnen. Okay, what the fuck is going on? Oh ja, Kamera. Kamera! Alter, what? Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott, ich dachte, er macht den Sprung. Ich dachte, er setzt zum Sprung ein. Okay, what the fuck. Und jetzt kam erst irgendwie der Invader. Leute, ohne Witz, der kam letztens wo komplett anderes. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es überhaupt lohnt, hier, hier weiterzugehen. Ah, da unten ist er jetzt. Leute, ohne... jetzt können... Ach, ernsthaft? Weil wir invaded wurden, können wir den jetzt nicht benutzen? Damn you, Game. Okay, keine Ahnung, was das jetzt schon wieder für ein komischer Kampf war. Ich weiß nicht, was heute los ist. Oder generell, dieser ganze Streaming-Run ist so weird. Keine Ahnung, warum, ob es zwei Aktionen gibt, wo er kommen kann. Warum auch immer er jetzt hier erschienen ist. Aber da hinten ist noch ein Item, das würde mich natürlich interessieren. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die scheiß Viecher von da hinten triggern. Ich hoffe es mal nicht. Jetzt lasst es wenigstens irgendwas Gutes sein. Naja, komm, ist nicht so schlecht. Okay, ein Level-Up können wir machen, dann gehen wir zurück, scheiß drauf. Also mega weird, was hier abgeht. Hund, was geht ab? Was machst du? Hm? Oh, das müsst ihr gerade mal sehen. Vielleicht hört man ihn tapseln im Hintergrund. Ah, guck mal, jetzt ist sie ja wieder hier. Hello again.
I have since heard a great deal about you. For one, that you are most gentle of heart. I, too, am bound by duty, but can offer you my sign. I hear that cordial intrusion lays the path to embers. If I can be of help, by all means, do call upon me. Blessing of the moon upon your journey. Ja, nice. Okay, dann hat das letztes Mal daran gelingen, dass ich bei diesem Baum-Dings im ersten Run da den Eid geleistet habe, glaube ich. If you should acquire assistance, use my sign. Blessing of the moon upon your journey. If you should acquire a blessing. Nee, ich weiß warum. Weil ich im letzten Run zu Rosalina ja gegangen bin. Oder Rosalina, nee, wie heißt sie denn? Wo man was zurücksetzen kann. Und ich glaube, da habe ich ihr einmal eine Zunge gespendet oder so, und das war das Problem. I don't need it. Not now I've flown the coop. Ah, geht jetzt. The undead legion of Farron is a caravan of undead, sworn by wolf's blood to contain the abyss. The legion will bury a kingdom at the first sign of exposure. Joyous bunch, really. Gaining admission to the legion is a matter of some ceremony. Inside their keep, snuffing out the flames of three altars opens the door to the wolf blood. Even accursed undead want to believe they're special, it seems. I pity the sorry souls. Gaining admission to the Legion, inside okay. Even... okay, coolio. Ja cool, dann können wir sie mal sammeln. Welcome home, speak very good. Schauen wir mal. Wir gehen jetzt immer erstmal weiter auf Geschicklichkeit. Farewell, Ashen One. Aber müssen natürlich auch schon gucken, ob es nicht jetzt schon einen Unterschied bringt. Durchwirken. So, wie sieht's aus? Also 208 machen wir ja. Wir wollen, wenn dann scharfer, dann macht das halt so ein heftiges Scaling. Oh, es wird langsam knapp. Ne, es ist doch sogar schon mehr, oder? Nur die Frage, ob wir es jetzt machen. Aber warum sollten wir eigentlich warten mit, ne? Oder? Also es wäre halt ein Unterschied. Es wäre halt ein Damage-Unterschied. Aber vielleicht macht dieser eine Damage es ja schon aus. Ja, es ist zwar wenig, aber es ist immerhin schon mehr. Also. Machen wir es jetzt auf scharf. Dann haben wir jetzt wieder ein Scaling. So, wir brauchen jetzt schon 7400. Wie viele sind die wert? 3000. Ashen One. Wir könnten eigentlich die nehmen. Warte, das machen wir auch. Gehen wir kurz irgendwo zum Leveln hin, holen uns das eine noch, weil warum nicht? Ist nur die Frage, wo kann man jetzt gerade am besten kurz leveln? Gucken einfach mal hier nochmal. Wie gesagt, das ist ja der Anti-Speedrun.
400 hatte ich gesagt, ne? 407. Ein bisschen Zeit können wir trotzdem sparen. Bin mal gespannt, wie schnell wir generell mit dem Run fertig werden. Farewell, Ashen. Achso, wir können auch mal mit dem Magier hier, haben wir auch noch gar nicht geschwätzt. Hallo, ich muss erstmal. Ah, hier. Den hatte ich nämlich noch nie. Oh, you're back then again. I'm Orbeck of Vinheim, here to teach you sorceries. Let us begin with the basics. The ideal sorcerer bears the twin faces of the dragon. Oh. You could at least act as if you're paying attention. I don't mean to seem overbearing, but have you forgotten? In exchange for my sorceries, you are to bring me knowledge in the form of scroll detailing the secrets of sorcery. I hope you're not one to break a promise. Herr, schön mal dein Leben, Alter. So, was können wir denn hier direkt machen? Okay, die ganzen Gedönse da halt, das interessiert ja keinen. Mich würde halt, wenn dann nur. Ach so, das ist die eine Attacke. Na, Zauberwaffe finde ich halt ganz geil. Und die könnten wir rein theoretisch gesehen. Das könnten wir sogar machen. Somit könnten wir immer nonstop unsere Waffe in der rechten Hand verzaubern. Das macht jetzt nicht den mega krassen Damage, aber auf Dauer pro Schlag muss natürlich dazu zählen, ist es schon nicht schlecht. Ist halt die Frage, ob wir da jetzt irgendwie 3000 irgendwo farmen sollen. Das könnte ich auch rein theoretisch im Off-Stream machen, wenn ich den Stream jetzt beende und danach mache ich das Off-Stream, gehe ich irgendwo ein bisschen zum Leveln hin und hole das. Aber es gibt davon, meine ich, noch eine bessere Variante. Aber da braucht man dann auch wieder mehr Dings. Das ist wieder die Frage, ob das lohnt, Alter. Ich habe doch keine Ahnung. Ja, 3000 ist natürlich krass. Hätten wir aber denn einen Zauberstab schon? Okay, das ist einer, aber den können wir nicht nutzen. Da braucht man, also wir können uns den einen kaufen, das ist nicht das Problem. Ja gut, ist egal. Ja, das kann man sich mal überlegen. Das lohnt. Jetzt wieder die Frage. Wieder die fucking Frage. Hexe machen oder zumindest versuchen oder hier weitergehen. Weil ich habe eigentlich immer zuerst die Hexe gemacht. Dann sogar bis zu den Diakonen des Abgrunds, also die auch komplett gemacht, die Map plus Boss, und bin dann eigentlich erst hier hingegangen. Aber was da die perfekte Reihenfolge ist, habe ich echt keine Ahnung. Ich meine, wir können auf jeden Fall hier das nächste Bonfire schon mal holen. Dann machen wir es so einfach so. Dann probieren wir den Hexenkampf dann nochmal. Wenn wir den wieder nicht hinkriegen, dann sammle ich mir einfach den NPC. Aber wir wollen es auf jeden Fall im Offline-Modus durchzocken. So viel ist klar. Okay, ich sollte wahrscheinlich als erstes den Mage da oben platt machen.
Die geben eigentlich, na gut, das war jetzt auch der Mage davon. Ah, 400 Seelen? Ist jetzt nicht gerade das Schlechteste. Hier könnte man die 3000 recht schnell dann zusammenfarmen. Oder oben bei der Stelle könnte man es auch mega leicht farmen. Gut, die geben jetzt natürlich ein bisschen weniger. Oh, die one-shotten wir nicht mal. Aber solange sie sich nicht wehren, alles cool. Ja, guck mal. Was ist das denn schon wieder? Die 1000 hätten wir. Aber wir bräuchten 1000, wir bräuchten 3500 noch für den Stab. Ich glaube zumindest, dass der 500 nur gekostet hat. Aber irgendwo, glaube ich, findet man den sogar auch. So, die da oben machen jetzt Radau. Da können wir auch noch ein bisschen Seelen hier snacken. Die machen das für mich. Alter, die kriegen ja echt gar keinen Damage. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht... Na, okay. Ey, du bleibst hier. Vielleicht schaffen die den ja da oben. Boah, okay. Stamina aufpassen. Boah, die lassen sich halt nicht staggern mit einem Schlag. Oh, fuck, fuck, fuck. Okay. 550, ja gut, 3000 hätten wir jetzt schon. Ich glaube, ich sollte lieber jetzt erstmal... Haben die den da oben denn jetzt echt gekillt, den anderen? Okay. Boah, der hat's aber gerade zu überleben. Jetzt komm ich. Gönnung. Genau, hier ist nämlich ihr Sein. Ah, so war das Ganze. Also zu zweit ist der Boss eigentlich... Ja, ich will eigentlich nichts sagen, weil am Ende verrecke ich dann. Und dann haben wir hier den Beweis, dass ich so eine Scheiße gelabert habe. Okay, wir könnten es uns jetzt leisten, was wir eigentlich schwer farmen wollten. Können wir uns jetzt leisten? Ich glaube, dann mache ich das auch. Wir holen uns jetzt das Bonfire. Aber ich glaube, das mache ich, wenn ich den jetzt... Oh, hier ist ja noch einer. Dann beschwöre ich direkt mal sie. Aber man muss immer sagen... Es ist nicht immer gleich wirklich einfacher, wenn man jemanden dazu ruft, weil ihr müsst überlegen, dass dann von beiden Leuten der Schaden einfach extrem reduziert wird. Also alleine würde der Kampf rein theoretisch gesehen einfacher und schneller gehen als mit mehreren Leuten. Ja komm, wir machen das jetzt. Wir holen jetzt hier Dings. Wir holen den Stab, hoffen, dass der jetzt wirklich nur 500 kostet, dann holen wir jetzt die Waffen, also den Zauberspruch noch. Weil, wieso nicht? Aber bis jetzt haben wir auch noch keins. Ja gut, wir waren jetzt auch nicht wieder so ziemlich überall. Ich weiß gar nicht, wo man von dem so ein Zaubergedönse findet. Aha. Jo, kostet 500, okay. Ist der wieder da? Nee, immer noch nicht. Ja. Es geht ab. Again, I suppose. Ja, und dann holen wir uns einfach mal den Boy hier. Für 3000. Come again. Und dann, achso, das müssen wir eh am Dings machen. Ja, wir können hier schon mal so. So, so. Und dann müssen wir den ja noch einstimmen.
So, hier sind wir richtig. Okay. Krass, waren es schon 45 Minuten Stream? Wir haben eigentlich nur eine Map gemacht. Gut, wir waren noch oben auf der Brücke, aber das ist ja an sich jetzt keine eigene Map. Also eigentlich, naja, komm, wir haben das ganze Sumpfgebiet gemacht, also zumindest den Weg, den man gehen muss. Dann haben wir ja das hier noch. Jetzt mal kurz ausprobieren. Das sieht halt mega krank aus. Und das hält auch richtig lange, meine ich. Kurz das ausprobieren. Ah, es killt sie aber nicht. Zack. Na, lul. Okay, ja, das sieht geil aus. Also ich hätte das Ganze gerne mit dunkel, weil das dann einfach bei der Sense noch cooler aussieht, aber das habe ich ganz ehrlich nicht gefunden. Hält es jetzt aber eigentlich immer noch? Aber dann machen wir es nochmal neu. Setzen wir uns nochmal dran. Alles wieder aufgefüllt und let's go. Jetzt sind natürlich die Boys wieder da. Lassen die wieder vorrennen, die sollen hier die ganze Drecksarbeit machen. Das sieht schon cool aus, aber ich glaube, es macht wirklich nur so 8 Schaden oder so weiter mehr. Aber gut, bei 2 Schlägen hintereinander und so weiter und auf Dauer macht es halt schon einen großen Unterschied, denke ich. Aber diese Waffenverbesserung, die gibt es nochmal mit starke Verbesserung oder so. Was weiß ich, wie sie heißt. Aber es gibt es auf jeden Fall. Aber ich glaube, ein bisschen Schaden haben sie ihm zugefügt. Wir machen das ja auf Nummer sicher wieder. Weil gegen 2 Stück von denen habe ich echt keinen Nerv. Total unauffällig mit meiner 10 Meter langen blau leuchtenden Sense. Ist hier oben eigentlich noch irgendwas? Hat man, glaube ich, gar nicht geguckt. Ne, okay. Wir machen einfach mit. Und natürlich hört jetzt die Verbesserung auf. Schon klar, schon klar. Puh, was war das denn? Mich einmal heilen, das ist natürlich blöd. Oder wahrscheinlich sogar zweimal noch. Dark Souls 1 waren die so einfach zu parryen. Komm, wir haben schon wieder die 3500 voll. Könnt uns gerade nochmal holen. So, hier können wir diesen Gotthard oder wie auch immer der hieß. Schwarzhand Gotthard. Sam. Ja, dann Sam wir sie ja oben. Warum eigentlich nicht? Wenn wir mal die Chance haben, diese Quest mit ihr zu machen, dann kann sie uns auch helfen. Wenn ich jetzt einen weiblichen Char hätte, die Rüstung sieht echt cool aus. Aber wir können ja auch einfach so rumlaufen. Dann gucken wir mal, wie es läuft, Jungs und Mädels.
So, Boss Down können wir ja gehen. Also zu zweit, je nachdem, wie lange sie überlebt, ist es halt wirklich eigentlich relativ einfach, der Boss, weil du kannst ihn ständig backstabben. Gucken wir mal, wie es wird. Kann man den eigentlich staggern? Oh ja. Und ihr müsst halt überlegen, wir würden eigentlich viel mehr Schaden machen, wenn wir alleine wären. Oh, da kommt schon der andere. So, komm hier, 101 jetzt. Oh, okay. Backstabberino. Oh Gott, die ist schon gleich tot. Das ist natürlich fatal. Oh, da kommt der andere. Ich hab's doch gehört. Oh lol! Hau erstmal seinen Kollegen aufs Maul. Okay, wir konzentrieren uns jetzt schnell nur auf den Haupttyp. So, jetzt geht der Kampf nämlich erst richtig los, Leute. Ich würde gerne mal die Sense neu verzaubern. Okay, kriegen wir hin. Alter Vater. Boah, das Moveset habe ich gerade überhaupt nicht mehr im Kopf. Aber wie gesagt, zu zweit, hinter ihnen, Backstep. Alter, ich weiß nicht mehr. Es gab eine Richtung, in die man ausweichen kann und dann auch nicht vom Feuer getroffen wird. Backstab. Okay. Ja, Leute, ihr seht, zu zweit ist echt. Ist es ein Witz im Vergleich zu alleine, sagen wir es so. Oh, der gab halt echt viel. Der gab echt viel. So, da haben wir schon die erste Fürstenasche. Bam. Cool. Das lief.
Muss dir gerade wieder Modefragen beantworten. So, was wollten wir machen? Zurück zum Schrein. Ich hoffe, dass es mit der verbesserten Qualität. Oh, jetzt steht er ja hier. War das schon immer so? Ah, I know you. Been some time. I just dropped in to see how she's getting on. Now, what are you playing at with this circus? This cesspool of doddering old folk and degenerates. Couldn't be better. She must fit in perfectly here. This place is a cesspool of doddering old couldn't hope for better. Okay. So, wir könnten ihr natürlich das Dings zum Lesen geben. Oh, Champion of Ash, do you wish to hear a tale? Oh, you've brought me a Braille Divine Tome. Now I can tell new tales of miracles. Tales of the greater miracles can be quite the epics. What fun we will have. You know, in my home of Kari, I would be pleased to share the tales of miracles with you. Although, to be honest, I only... But if I had a divine tome, I could... Oh, terribly sorry. But you'll... Okay. So, das hier war ja nur der Ring. Also was mit Heilung ist dann echt cool eigentlich. Have a pleasant journey. I pray for you. Okay. Oh, Greyrat's wieder da. Da schlendern wir doch mal vorbei. Oh, hello. You've come at a good time. It took some prowling, but I finally made a score. Go on, have a gander. Okay, als ob wir jetzt wissen, was neu ist, aber ich glaube, er hat definitiv mehr Waffen. Oh, Bastardschwert war auch im Ding so geil. In Dark Souls 1. Habe ich immer mega gerne mit dem Run gemacht oder auch Zweihänder. Das Hohepriester Krummschwert finde ich auch. Das sieht so, guck dir das mal an, das sieht so nice aus. Oh, 6000, Alter, das droppt halt später im Game. Also in der übernächsten Map droppt das. Da kriegt man es auch so. Man braucht auch ein bisschen Magie, aber es scaled nicht mit Magie, okay? Ist, ja gut, scaled auf beides D. Da müssen wir es mal verbessern, gucken, wo es hingeht. Oder man macht es einfach generell in scharf. Können wir es genauso machen. Aber das sieht echt cool aus. Ich glaube auch neue Schilder und die Rüstung hier. Müsste neu sein. Und das hier glaube ich auch. Und wir kaufen mal kurz ein paar Pfeile, falls wir wieder irgendwie was abschießen müssen. You can keep the ring. Okay, das hatten wir schon. Goodbye. Oh, this place is a bore. Okay, alles tutti frutti. Dann ein bisschen aufleveln. Und vielleicht dann doch nochmal die Hexe probieren. Welcome. Very then hey. Farewell, Ashen Maiden. Jetzt haben wir... Ah, nee, wir haben nur 2000. Nur 2000, da könnten wir... Ja, warte, die kaufen wir bei ihm, aber nur so ein paar Brandbomben. Und Wurfmesser, wenn er auch welche hat. Jo. Holen wir davon mal ein paar... Und ein paar Bömsche. Goodbye. Ja, jetzt könnte man ja schon wieder die Wahl Hexe machen, oder wir könnten natürlich auch Dings machen hier. Sag schnell. Die Catacombs. Wäre auch eine Option.
Es ist alles nicht so einfach. Und bei einem anderen Boss werde ich auch zu 100% auf jeden Fall jemanden Sam, also ein NPC, weil auf den Hohepriester Sullivan leck mich am Arsch, Alter, da habe ich halt echt keinen Nerv zu. Weil selbst zu zweit ist der meiner Meinung nach, ich sage ganz ehrlich, ich komme mit dem Boy einfach nicht klar. Kann sein, dass ich den damals alleine mal geschafft habe, ich bin mir aber nicht sicher. Damn. Unnötig. Na gut, jetzt müssen wir uns eh einmal heilen. Können wir uns auch nochmal treffen lassen. Ach, ich wollte eigentlich wo ganz anderes lachen, lol. Gut, wenn wir es jetzt verkacken, weil ich mich einmal weniger heilen kann. Ja. Dann wissen wir ja wenigstens, wo das Problem war. Hoffentlich kriegen wir das diesmal wieder genauso cool hin wie letztes Mal. Natürlich nicht. Ich dachte, die wäre schon down. Okay, wir müssen es eigentlich jetzt nochmal heilen. Also wir könnten halt notfalls... Nee, können wir nicht mehr. Oh mein Gott. Okay, jetzt... Leute, jetzt haben wir wirklich ein Problem. Aber ich wollte gerade sagen, notfalls können wir ja hier den einen Dude beschwören. Aber so wie ich das gerade sehe... Leute. Wir haben ein Problem. Wir müssen die jetzt definitiv solo schaffen. Oh fuck. Gerade extra geguckt, ist ja, wir sind auf jeden Fall lebendig. Oh no. Magie wird ja wahrscheinlich nicht extra Schaden machen. Bei einem Mage, oder? Oh Leute, wir gucken, was passiert. Ey, bevor ich irgendwas zaubern kann, direkt unterbinden. Nee. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Anzeichen gab. Okay, jetzt ist eh... Jetzt kommt der üble Mode. Alter. Das war an einer Stelle echt mega knapp. 8800.
Also laut den Seelen könnte man sagen, muss man die definitiv vor den Dings machen. Vor der Undead Legion. Hätte ich jetzt nicht mehr mit gerechnet. Ich dachte an der Stelle hier hinten, das war es definitiv. Da hatten wir echt mega Glück. Ich weiß nicht, ob man, also klar, man, wer die echte ist, findet man ja am Kristall raus, welcher Farbe der hat, das ist klar. Aber ich frage mich, ob es irgendeinen Trick nicht gab, dass man weiß, wo sie spawnt. Also die erste Phase ist ja an sich eh Billo, weil da kann man sie ja sogar unterbrechen. So, warte, hocken wir uns aber kurz hin. Machen jetzt Risiko einfach. Da ist nämlich eine Crystal Lizard, die kann man aber einfach in den Tod locken. Die auch. Okay, haben wir jetzt nicht geschafft. Komm, renn weiter. Jawohl. So dumm. Aber Funkelnadel brauchen wir halt überhaupt gar nicht. Aber das ist, glaube ich, nur für die Bosswaffen. Und dieses Dämonen-Titanit. Das ist, glaube ich, alles immer für Bosswaffen. Für Drachen und Bosswaffen. Und gerade überlegen. Gut, wenn wir bis zur Kathedrale jetzt noch kommen, da könnten wir uns noch holen. Ich glaube, das machen wir noch. Okay, kommt der Typ jetzt auch irgendwie nochmal wieder? Das sind nämlich zwei. Alter, die Range, ich kann es nur sagen. Mega. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas lag. Nö, hätten wir uns sparen können. Dann hätten die Chris Lizard hier eigentlich auch in den einfachen Tod locken können. Oder sie bleibt halt einfach stehen und macht gar nichts. Das ist natürlich auch eine Option. Und nochmal Funkeltitanit, okay. Aber wenn man hier nämlich runterspringt, dann triggert man sofort den hier. Nice. Das droppen könnten wir aber ruhig auch mal. Hey, jetzt nochmal das hier. Komm, Backstep. Oh ne, komm, dann hauen wir es ins Feuer rein. Wow. Reichweite regelt. Au, da haben wir wieder einen Dotzer mit dem Buch gekommen. Läuft. Alter, ohne Witz, ihr müsst mal einen Sensen Run machen. Das ist absolut meine Lieblings-Main-Waffe. Was haben wir hier noch? Oh. Nette Rüstung, die uns vollkommen egal ist. Wir haben unsere Rüstung bereits. So, jetzt. Ah, genau, hier war Nummer 1. Jetzt kommen zwei NPC-Fights. Und ihr wisst ja, das kann immer böse ausgehen. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Ich weiß nicht, ob der parryen kann. Ich dachte, das killt ihn. Okay, das lief gut.
Aber auch nicht einmal irgendwie Blutungsschaden gemacht. Und hier war, glaube ich, eine Asche, ne? Asche eines Paladins. Was auch immer die bringt. Keine Ahnung. Das werden wir dann sehen. Oh, wir hauen nochmal drauf. Schade, dass das nicht irgendwie, dass das staggert. Dann gucken wir mal, was der Boy hier zu sagen hat. Okay, der war jetzt irgendwie der absolute Witz. Oh ja, die Seelen, da kommen sie aufs Konto, geil. Gibt kein besseres Feeling. So, dann gehen wir noch hier hoch. Und ich meine, hier oben ist nämlich auch ein Schild. Und ich dachte, hier wäre immer das Drachenschild gewesen. Aber das habe ich ja wohl eindeutig komplett verwechselt. Hier war nämlich das Wappenschild. Na, okay. Das sind so alles dieselben Schilder, nur dass sie halt unterschiedliche Sachen. Da gibt es auch noch mindestens ein anderes. Genau, das ist halt richtig krass gegenüber Dunkel. Wobei mir ich nicht weiß, wer eigentlich Dunkelschaden macht. Aber gut. Erst zurückgehen. Weil ich glaube hier oben, ich renne einfach durch so ziemlich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, was Gutes liegt da eh nicht rum. Es ist nervig. Aber wir wollen es ja eigentlich anständig spielen. Du wirst halt einfach von 10.000 Leuten beschossen. Wow. Da habe ich mich jetzt eventuell erschreckt. Da ist noch ein Hund. Ich hab doch gedrückt, aber es war zu spät. Wo hat der denn den geschossen? Hundi. Ich meine, die Pfeile machen jetzt auch nicht so viel Damage. Aber hier oben wird's blöd. Alles klar. Ich hoffe, links hier ist kein Hund. Nein, du sollst den Hund anvisieren. Oh Gott. Ja komm, greif einmal an. Der hat gesessen. Ja, komm doch mal her. Fuck. Komm doch mal in den Nahkampf, Junge. Okay, die Stelle hatte ich aber auch schwieriger in Erinnerung. Also nicht schwieriger, ein bisschen nerviger. Das ging jetzt eigentlich gut. Aber ich habe mich das letzte Mal einfach blöder angestellt. Das kann auch sein. Das Item von da oben hatten wir aufgehoben. Gell? Da war ich gerade so im Rausch, dass ich schon wieder vergessen habe, was wir da bekommen haben. Aber gut. Hier ist sonst nichts. Ich bin mal gespannt, ob man mit der Quali einen Unterschied merkt. Ob sie eher schlechter ist oder besser jetzt. Was ist der Suicide Bomber, du? Nix gibt's. Den machen wir jetzt mit dem Auflade. Geil. Estoscherbe. Das läuft. Freunde, das läuft. So, noch ist er ja nicht hier. Ich weiß nicht, ob wir unten am Graben dann auch lang gehen sollen. Da sind ein paar Items. Ich glaube, da war aber eigentlich nichts, was wir brauchen. Stachelpeitsche. Geil. Läuft.
Merciful goddess, mother of the forlorn, who have no place to call their own. Please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire for Ariandel. And the ash to kindle flame. Ja, das, liebe Freunde, das ist so eine ganz verrückte Geschichte. Ich rede jetzt mal nicht mit ihm. So. Ab zur Base! So, ein paar Sachen will ich ausprobieren. Ich möchte... Wenn wir in den Burggraben... Obwohl, man könnte es auch später gebrauchen eigentlich. Erstmal verbessern wir die. Dann durchwirken wir... Wo war denn unser... Das Breitschwert war so krass, ne? Hier, krudes Breitschwert. Das machen wir jetzt auf Feuer. Das können wir eigentlich noch direkt. Das will ich, da bin ich jetzt zu neugierig. So, sie labert immer dasselbe. Okay, wir kriegen jetzt Minet Gift und Toxin. Können wir es aber auch nur viermal holen. Oh, Green Blossom. Haben wir aber noch kein einziges Mal eigentlich benutzt. Ist eigentlich auch Quatsch zu holen. Feuer würde ich mir gerne nochmal holen. Macht aber eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Wie viel... Warte, kommen noch Mimics? Davon haben wir zwei. Die Fackel kostet 300. Dann... Ja, die nehmen wir vorsichtshalber ab. Ich will mit dir das ausprobieren. Wir können uns natürlich auch hier eine mega sicke Rüstung holen. Aber... Das ist halt auch geil, aber nur dreimal. Ashen One. Welcome home, Ashen One. Speak then. Very good. Es geht eh nur ein Level ab. Shit. Farewell, Ashen Ming. Haben wir noch irgendwas? Wie viel war es jetzt? 9000. Die wird nicht so viel bringen, aber da müsste man sich dann nochmal leveln. Und Andrea haben wir hier, glaube ich, jetzt einmal verpasst. Die steht hier eigentlich. Oder, nee, die steht da erst, nachdem man die Dings gemacht hat. Okay, Leute, wir machen jetzt noch eine Sache, die ich ausprobieren will. Wahrscheinlich bin ich jetzt aber zu überlastet dafür, oder? Yep. Wenn ich jetzt den Zauberstab wegmache. Ah, perfekt. Okay, ich will kurz was ausprobieren. Eventuell ist das jetzt unser Tod. Weil hier in diesem Burggraben gibt es ja diese Wurmviecher, die sind so ätzend. Ah, die Fackel, warte mal, die Fackel brauchen wir eigentlich eh. Weil wenn uns so ein scheiß Wurm einmal trifft, wenn man nämlich die Fackel dann anmacht, das wusste ich übelst lange nicht. Das hatte ich irgendwann damals einmal durch Zufall rausgefunden, dass wenn du eine Fackel anmachst, dass diese scheiß Würmer weggehen, die dir nonstop Bleeding Damage machen. Und jetzt wollte ich das einfach mal ausprobieren, ob die Viecher auch dagegen dann anfällig sind. Oder wir machen es ganz anders. Wir machen die Sense mal kurz weg. Wir nehmen das hier und als Backup nehmen wir direkt die Fackel. So. Jetzt können wir doch mal testen. Stehen die eigentlich auf? Ich hoffe nicht. Ich will es einfach nur mal ausprobieren. Okay, irgendjemand ist gerade gestorben.
Oh, es geht sogar. Also die Viecher halt gegen Feuer, wie ihr seht. Da ist so easy Feierabend. Sehr cool. Und das kannst du halt auch, es dauert halt super lange, aber das kannst du halt auch einfach mit der Fackel machen, tatsächlich. Könnt ihr euch halt vorstellen, die macht jetzt nicht den Ultraschaden, aber es funktioniert. Die werden immer gestunt. Na gut, wenn wir es einmal getroffen werden, das ist natürlich scheiße. Naja, ist jetzt endlich auch scheißegal. Ja, dann machen wir noch den Burggraben, würde ich sagen. Das Crystal Vieh brauche ich eigentlich nicht zu plätten. Kleine Titanitsche. Aber hier müssten auf jeden Fall jetzt große droppen. Aber ich glaube, die hier, das Vieh droppt nur auch dieses Funkelnde. Und die hier, Funkel. Okay. Da unten gehen wir auch noch gerade gucken, was da ist. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Außer, dass da so auch so ein Wurmvieh ist. Na, ohne Witz, die sind echt ätzend. Die sind richtig ätzend, Leute. Giftbissring. Warte, macht er jetzt wirklich resistenter gegenüber Gift? Wann ist die? Erhöht Giftresistenz. Ja. Ich sag ja, ich glaube, es macht wirklich einfach viel mehr Sinn. Wir hätten das alles erst machen sollen. Hätten uns den Ring geholt und dann im Giftgebiet wäre das wohl um einiges einfacher gewesen. Ah, komm, wir riskieren es einfach. Wow. Okay. Nein. Ich weiß gar nicht, ob wir bei dem Bleeding machen können. Boah, der hat gezogen. Okay, der war jetzt nicht so krass tatsächlich. Ah, die da nicht Schuppe gibt, der. Okay, der hat aber einfach mal 5000 gedroppt. Da sagen wir definitiv nicht nein. Oh, wir können uns jetzt schon 10-mal heilen. Das ist ja mega angenehm. Das ist ja mega angenehm. Nur eine kleine, die können wir uns echt sonst wohin stecken zur Befriedigung. Aber brauchen tun wir die definitiv nicht mehr. Hier kam auf jeden Fall gleich noch eine Crystal Lizard, meine ich. Hüia! Funkelt die da nicht. Und jetzt kommen wieder hier Mr. Wurm, Guys. Kleine. Okay. Das Problem ist. Ja, wenn man weiß, was die für eine Schwäche haben, dann sind die halt echt easy. Aber ich wette, wir werden einmal getroffen. Boah, die droppen 600, Alter. Oh, hier oben kriegen wir auch den nächsten Bone Dust. Das müssen wir uns auch merken, beziehungsweise ich. Ich bin hier ja ganz alleine, verdammt. Ja, dann gehen wir zurück. Ja, haben wir das hier unten schon, das ganze Gebiet direkt fertig. Oben werde ich wahrscheinlich, also bis zur Abkürzung werde ich wahrscheinlich so ziemlich durchrennen, weil ich meine, da liegt absolut nichts Wichtiges rum. Und die Gegner respawnen da oben eh nonstop. Also, von daher würde ich sagen, ist das alles ganz cool. Ja, ein Level-Up können wir uns gönnen. Das
haben wir natürlich dann wieder zu viel Rest. Naja, komm. Ah, was soll's, Leute, was soll's. Ich frage mich trotzdem, warum das hier mit dieser Abstimmung nicht funktioniert. Wir testen das nochmal. Servicefehler kommt immer. Okay. Mal googeln. Nachher. So, gehen wir nochmal auf Geschicklichkeit. Jetzt haben wir dann wieder 6000. Das ist dumm. Ja, das müssen wir dann mal gucken, wie wir das beim nächsten Mal irgendwie... wie wir das geregelt bekommen, Leute. Ich bedanke mich fürs... diese Part nicht fürs Zuschauen. Aber egal, hat trotzdem Laune gemacht. Ich spiele es ja sowieso momentan. Deswegen alles cool, Leute. Vielleicht guckt es ja echt jemand auf YouTube. Man weiß es nicht so genau. Haut da rein, Leute.